Moinsens allerseits, hier meldet sich wieder Napkin zu Sun Up und hier kommt auch schon das Intro. Ab geht's! Thema Nummer 1 ist das JBB, das Julians Block Battle. Veranstaltet wird das JBB jedes Jahr, seit jetzt mittlerweile 3 Jahre, von dem YouTuber Julians Block. Und es geht dabei darum, dass das JBB ist ein Rap-Battle-Turnier. Das geht darum, dass halt eben in einem Turnier gute Rapper gegeneinander antreten oder auch weniger gute. Und halt eben es darum geht, durch Battle-Rap, also sozusagen sich so gut wie möglich den anderen fertig zu machen durch seinen Rap, durch seine Technik, Punchlines, alles mögliche. Und dieses Jahr sind wir jetzt mittlerweile in der 3. Auflage davon. Die aktuelle Runde ist Diverse, keine Ahnung wie man das ausspricht genau, gegen AT, wo Diverse, wie auch immer, ziemlich stark nach Likes schon führt und AT relativ reingekackt hat. Aktuell sind jetzt weiter Lashka, Entertainment und Gary fucking Washington. Und in der letzten Runde, das war Fortune gegen Lashka, ist Fortune mehr oder weniger überraschend rausgeflogen, aber das, was er abgeliefert hat, war auch nicht ganz so das Gelbe vom Ei. Mal sehen, wie es weitergeht. Nächste Woche sind Gio und Kasa gegeneinander an der Reihe. Das wird ein richtig schönes Brüderbattle. Und dann mal sehen, was da so noch abgeht. Und ich denke, dass es für PB erstmal noch spannend bleibt. Weiter geht's mit dem Thema YCT. Und zwar auf ihrem Hauptkanal YCT. Der Link unten in der Beschreibung. Der vom Julians Block Battle natürlich auch. Kleine Nachfrage an der Stelle. Auf ihrem Main Channel haben sie seit einem Monat schon kein Video mehr hochgebracht. Weil die nämlich an ihrem Album aktuell arbeiten, das jetzt die nächsten Tage erscheinen wird. Dafür tun sie auf ihrem Zweitkanal, die Jungs, Link auch in der Beschreibung, bringen sie immer wieder noch ihre Vlog-Geschichten, die sie eigentlich relativ häufig bringen. Und ja, mal sehen, was oder wie gut dieses Album wird. Die Erwartungen sind hoch, nachdem vor allem letztes Jahr schon ein relativ gutes Album gekommen ist. Und werden jetzt auch demnächst hoffentlich dann wieder Videos kommen, sonst wird es nämlich ein bisschen langweilig. Aber trotzdem, die Jungs sind eigentlich echt cool, die drei aus Köln. Und dann würde ich sagen, Lukutas darf zum nächsten Thema übergreifen. Und noch ein kleiner Nachtrag in eigener Sache. Dieses Sun-Up wird von mir jetzt persönlich das letzte hier aus Dänemark im Urlaub sein. Mit dieser Umgebung hier. Und dann wird ab nächster Woche dann schön ab Sonntag, ab Freitag bin ich ungefähr wieder zu Hause. Dann wird auch Sonntag hoffentlich Sun-Up dann stehen von zu Hause aus in ungefähr gleicher Qualität. Ich muss auch schauen, was für eine Kamera ich habe. Bis jetzt habe ich nur das iPad hier, weil ich keine gescheite HD-Kamera zu Hause habe. Das ist mir eigentlich keine Spiegelreflex, die es kann. Kein Camcorder, kein gar nichts. Und da ist das iPad bis jetzt das Beste. Und Lukutas macht jetzt weiter. Haut da raus, bis nächste Woche und danke fürs Einschalten.